So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir eine Marktanalyse und wir wollen ein kurzes Real Talk Thema. Ja, wir reden über YouTube. Wahrscheinlich über YouTube, ich verspreche mich direkt. Über EA natürlich. Und ja, bevor wir damit starten, morgen wird es eine neue Serie auf meinem Kanal geben. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. 15 Uhr sollte das Ganze online kommen, wenn nicht, dann am Abend. Aber mein Ziel für morgen ist es, das Video bis also heute schon fertig zu machen. Ich werde heute den ganzen Tag probieren aufzunehmen, zu schneiden. Ich will es sehr, sehr hochwertig produzieren und dann morgen 15 Uhr hochzuladen und dann am Abend gegen 6:30 ja, live zu kommen auf YouTube. Und dann schauen wir mal, was am Montagabend, der Morgenabend denn rauskommt. Vielleicht kommen neue SBCs oder sonst was. Das ist dann mein Plan für morgen. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Wenn nicht, folgt mir auf Instagram und Twitter. Da bekommt ihr sonst mit, was wir denn machen werden. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein mit dem Video. Lasst sehr gerne ein Like da. 500 Likes sind drin. Lasst ein Abo da und dann, ja, let's go. Ich könnte euch jetzt hier wieder meine Verkäufe zeigen und so weiter, aber das werde ich jetzt nicht machen, Jungs. Wie gesagt, dazu morgen ein Video, eine neue Serie auf meinem Kanal. Ich habe wirklich sehr, sehr Bock auf die Serie. Ich hoffe, ihr werdet morgen dann einschalten. Und dann würde ich jetzt sagen, kommen wir erstmal zum ersten Thema. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das im Titel geschrieben habe. Was ist bei EA los? What the fuck EA? Irgendwie sowas in der Art. Im Hintergrund werde ich euch jetzt auch, keine Ahnung, irgendwelche Bilder vielleicht einblenden. Ich werde einfach mal, ja, anfangen drauf loszureden. Und zwar EA-Server, Jungs. Wir wissen es alle. Ich glaube, seit Freitagabend oder seit Samstagabend, ich bin mir gar nicht mehr sicher, läuft bei EA gar nichts mehr. Die Server waren jetzt in den letzten 5 Tagen oder 6 Tagen 4, also 3 bis 4 Mal down. So viel ich mitbekommen habe. Einmal gestern Abend habe ich zum Glück noch Fußball geschaut. Napoli habe ich nichts von den Serverausfall mitbekommen. Und heute Morgen waren sie down gegen 9 Uhr bis 12 Uhr. Da war ich auch noch am Schlafen. Habe ich auch zum Glück noch nichts mitbekommen. Oder was jetzt zum Glück, aber hätte ich da zocken wollen, hätte es nicht geklappt. Und ja, die Server sind auf jeden Fall down. Und wir brauchen nicht reden, dass es ein Millionenkonzern ist, dass sie nichts auf die Reihe bekommen. Das wissen wir mittlerweile alles. Aber ich wollte mal ein kurzes, kleines Thema ansprechen. Ich habe mich heute Morgen ja gut kaputt gelacht, weil ich auf Twitter einen Post gesehen habe. Ich glaube, das war von Mo Aubameyang. Ich weiß es gar nicht. Blendet euch auf jeden Fall ein. Gerade findet ja ein Turnier, glaube ich, in Paris statt. Verbessert mich sehr gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall findet gerade ein Turnier statt. Und Mo Aubameyang hat gepostet, weil die Server down waren und die Gegner sich gegenseitig nicht finden konnten auf dem Turnier, mussten sie Schere, Stein, Papier spielen, wer gewinnt. Und das ist kein Witz, Jungs. Sie mussten Schere, Stein, Papier mit einer App oder so spielen gegeneinander und derjenige fliegt dann raus. Das kann man nicht glauben. Man denkt, es ist so ein eine kleine Gruppe, die ein kleines Turnier veranstaltet hat. Es kommt irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Ich denke immer noch, die pranken uns, aber es scheint real zu sein. Heute Morgen war es voll damit auf Twitter. Die Leute machen sich witzig darüber, Schere, Stein, Papier auf so einer Handy-App zu spielen und wer gewinnt, der ist dann weiter. Der andere kann, glaube ich, dann nach Hause fahren oder ist nicht qualifiziert für das nächste Turnier. Stellt euch dann einfach mal vor, ihr seid FIFA-E-Sportler und das ist euer Job und ein Schere, Stein, Papier entscheidet, ob ihr gewinnt oder nicht oder ob ihr rausfliegt oder weiterkommt, ob ihr qualifiziert seid oder nicht und ihr trainiert wochenlang für das Turnier. Und dann kommt so eine Entscheidung und ihr fliegt einfach raus. Also, es ist krass, Jungs, no joke, es ist sehr, sehr krass. Ich wollte es nur mal ansprechen, dass ihr es wisst, was da hinter den Kulissen, also was ist hinter den Kulissen, aber auf Twitter alles so rumgeht, weil das kriegen die meisten Leute ja gar nicht mit. Nun gut, so viel auf jeden Fall dazu, Jungs. Dann würde ich sagen, genug geredet. Schreibt mir eure Meinung zu den Servern und allem anderen, was ich jetzt gerade angesprochen habe, in die Kommentare. Und dann fangen wir jetzt an mit der Marktanalyse und dann schauen wir noch heute Abend, was um 19 Uhr kommt. Ich nehme das Video gerade um 14 Uhr auf, werde es bis heute Abend alles schneiden, dass ich dann nur um 19 Uhr, ja, die Aufnahme kurz hinten dran schneiden muss und dann kann das Video auch online kommen. So viel auf jeden Fall dazu und dann starten wir jetzt rein mit den Fragen. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Apropos, wer mir in der nächsten Folge jeden Sonntag kommt, eine Marktanalysenfolge Fragen stellen will, folgt mir einfach auf Instagram, Jungs, da mache ich jeden Samstag einen Post, da könnt ihr mir Fragen stellen und ja, wenn ihr eine gute Frage gestellt habt, die man gut beantworten kann, die mehreren Leuten interessiert, ich sehe ja, ihr habt mir Fragen gestellt und wenn mal eine Frage öfters drankommt, ja, nehme ich sie einfach dann dran halt. Und die Frage, die oft reinkommt, sollte man noch einen 83er, 84er investieren, lohnt es sich noch? Und dann haben wir hier die Frage von 44.Luis, lohnt es sich noch zu investieren, weil der Markt ja so down ist? Und hier kann ich sagen, ich würde jetzt nicht einfach sagen, oh, 83er, das habe ich noch vor ein paar Tagen in dem Video gesagt, aber meine Meinung hat sich dahingegen geändert. 83er liegen unter 1000 Münzen. Ich nehme einfach alles mit. Wenn der SBC kommt, die steigen über 1000 Münzen. Ja, wenn der SBC kommt, Jungs. Man weiß nicht, wann es sein wird. Es kann gefühlt wirklich in ein paar Monaten erst sein. Es kann heute Abend schon sein, aber ich würde es nicht riskieren. Und vor allem in diesem FIFA, merkt euch meinen Satz, würde ich nicht mehr so krass investieren, dass ihr nicht mal mehr Packs ziehen könnt. Also mit diesem Glitch, ihr kennt ja diesen Glitch, dann könnt ihr einfach unendlich investieren und könnt aber in der Zeit keine Packs ziehen. Das würde ich in diesem FIFA nicht mehr machen, weil es kann sein, dass ihr sonst wirklich noch mit bis zum Tots die Spiele halten müsst und bis dahin halt nichts ziehen könnt. Dann tradet dahingegen lieber anders, zum Beispiel Flipping, Jungs, und Flipping-Video kommt morgen. Ich werde es sehr, sehr aufwendig produzieren und ich werde es probieren, perfekt zu erklären, dass es wirklich jeder von euch verstehen wird. Und im Hintergrund seht ihr zum Beispiel 83er wie Oscar, Kruse, Jahrstein, Radetzky,
von mir aus auch, ja, Banega noch. Es kann sein, dass ein Banega eher steigt, aber ein Kramaric haben wir hier, ein Casillas, Iniesta. Würde ich nicht investieren persönlich. Kann man machen. Es kann trotzdem nochmal sein, dass sie über 1500, 2000 Münzen steigen. Aber man weiß es nicht wann. Es kann in einem Monat sein, es kann erst in zwei, drei Monaten sein. Es kann auch einfach gar nicht mehr sein. Und deswegen würde ich, wenn ihr investiert, nur noch in 83er, 84er, 85er bis 89er, nur noch investieren in Spielbare, nicht in Spielbare, sondern in Spieler, die man in SBCs benutzt. Ich spiele einen Felipe mit Jimenez zusammen, wenn man sie gut linken kann, die steigen sehr, sehr gerne oft zusammen an. Man weiß auch zum Beispiel, warum sie teuer sind. 84er sind mittlerweile bei 2k und ein Felipe liegt immer noch bei 4,5k. Und auch hier sehen wir einfach mal, braucht ihr euch nur den Graph anzuschauen, was da für ein Potenzial da ist. Und er war die letzten Monate immer Standard auf 6.000 bis 7.000 Coins. Mittlerweile, ja, ist der Markt eher am Boden. Er ist gedroppt und, ja, wie wir hier sehen können, droppt er immer weiter. Es kann auch sein, dass ihr so ein Felipe für unter 4.000 sogar bekommt. Dann wäre es ein gutes Investment. Auch da hingegen ein Jimenez. Das sind einfach Spieler, die man gut linken kann. Gleiche Mannschaft, beide Innenverteidiger. Und deswegen werden sie immer wieder ansteigen, wenn SBCs kommen. Auch ein Süle. Süle, Boateng, auch geile Kombi. Kann man auch gut linken. Einfach linkbare Spieler kaufen, die man gut, ja, für SBCs linken kann, weil man mittlerweile halt immer wieder auch Chemie braucht, nicht zu vergessen, und deswegen steigen dann immer nur die Spieler an, die man gut in SBCs einbauen kann oder die halt auch in Footbin-Lösungen eingebaut werden, und das sind halt sehr, sehr oft Spieler wie Jimenez, Süle, Boateng, ja, wie Martinez dann noch im ZDM, Philippe und so weiter und so fort. Neto wird sehr gerne eingebaut, deswegen probiert dann nur in Spieler zu investieren. Oh, mein Bild war gar nicht richtig drin, lul. Probiert nur in Spieler wirklich zu investieren, Jungs, wo ihr wisst, dass die steigen, wenn eine passende SBC dazu kommt, und nicht einfach nur noch random in 83er, 84er wie Kruse, Iniesta, weil das, kann ich euch sagen, bringt nichts. Frage kommt von Hannes0315. Ich will mir Alaba Innenverteidiger kaufen, also die Shapeshifter-Karte. Bis wann sinkt der und allgemein, wie verhalten sich die Shapeshifter-Karten? Hier kann ich vom Allgemeinen kurz sprechen. Ich weiß jetzt gar nicht, was mein Bild los ist, warum ist meine PS4-Aufnahme nicht richtig im Bild gewesen. Auf jeden Fall, um auf ein Thema zu kommen, neue Events kommen raus, ihr wollt die Spieler haben, ihr wollt die in Alaba testen, ihr wollt Mahrez Shapeshifter testen, Future Stars, Joe Felix ist reingekommen und ihr wollt wissen, wann kann ich ihn kaufen, wann ist der günstigste Zeitpunkt. Merkt euch, das einfach für die nächsten Events auch ganz, ganz wichtig. Wenn sie am Anfang rauskommen, sprich Freitag um 19 Uhr, niemals einkaufen, vielleicht einkaufen zum Traden, kann man machen, 19 Uhr einkaufen, 21 Uhr verkaufen, geht immer sehr, sehr gut. Habe ich ja mit Alaba auch gemacht, habe ich auch einen guten Gewinn gemacht, und hier mich gestern auch Leute falsch verstanden, Jungs, das war auch dumm von mir erklärt. Ich habe gesagt, ich habe hier einen Alaba für 360 geholt und für 385 verkauft. Das war falsch von mir gesagt. Ich habe ihn für 345.000 Coins gesniped und habe ihn für 385.000 Coins verkauft. Ist nicht viel Gewinn, aber wie gesagt, hier mit Alaba habe ich extrem guten Gewinn gemacht. Und wenn ihr euch fragt, warum ist einer für 415 gestern weggegangen und einer für 385, hier dachte ich, er wird noch ansteigen. Dachte, er geht sogar noch über 415.000 ein. Wie gesagt, habe ich, ja, sicherheitshalber mal weggehauen. Bei den anderen dachte ich, komm, ich warte noch ein, zwei Stunden und verkaufe ihn erst über Nacht. Und ja, leider ist er gedroppt. Deswegen wisst ihr dann Bescheid, warum ich diesen Alaba günstiger als diesen verkauft habe. Aber um auf das Thema zurückzukommen, wenn neue Events kommen, Jungs, immer Donnerstag einkaufen. Warum? Weekend League Rewards kommen raus und dann sind die neuen Eventkarten immer am billigsten. Also sprich, Freitag kommen die Spieler raus, danach die Woche an den Donnerstag sind die Karten am billigsten und steigen. Ihr kauft sie am Donnerstag ein. Und wann steigen sie dann wieder? Also sie werden nicht droppen, dann am Freitag, dann einen Tag später, sind sie aus den Packs und dann, weil sie nicht mehr zu ziehen sind, steigen sie wieder. Also da kann man halt immer wieder perfekt einkaufen zu neuen Karten. Also um deine Frage zu beantworten, ein Alaba würde ich mir am Donnerstag kaufen und ja, spätestens Freitag sollte er dann safe gestiegen sein und du kannst ihn, wenn du willst, mit Gewinn höchstwahrscheinlich verkaufen. Das habe ich auch mit Tonali gemacht. Ein Beispiel hier mit Tonali, ich schaue mal, ob ich den Screenshot noch habe. Habe ich das gleiche gemacht mit seiner Future Stars Karte Donnerstag geholt und Freitag mit 90k, also 90k teurer verkauft. War ein Gewinn von 30, 40k nach EA-Tags. Tonali habe ich, glaube ich, auf dem PC. Warte, ich schaue mal kurz und dann blende ich es euch dann ein. Ich habe es leider nicht mehr, aber hier sehen wir zum Beispiel hier ein Tonali Einkaufspreis war 900k, habe ich dann am Donnerstag geholt, während Lightning 19.900, und habe ihn dann am Freitag gegen 22 Uhr, wo er dann nicht mehr zu ziehen war, ab 19 Uhr, für 980.000 verkauft. Ich glaube, waren 40k, 30k EA-Tags und dann nochmal 30.000, 40.000 Coins Gewinn. Habe auch kein Spiel mit ihm gemacht, er war auch nochmal frisch, ich habe ihn gar nicht getestet, obwohl ich hier geschrieben habe. Mal sehen, wie er sich spielen lässt hier, moin. Gar kein Spiel gemacht mit ihm. Dass ihr auf jeden Fall wisst, Donnerstag zu den Rewards einkaufen und am Freitag dann, wenn sie nicht mehr zu ziehen sind, wenn sie aus dem Pack sind, verkaufen. Kurz vorweg nochmal ein ganz anderes Thema, Jungs. Folgt mir gerne auf Twitter, und wenn ihr euch fragt, Pains, warum sollte ich dir folgen auf Twitter? Dann kommen ab und zu gerne mal so Tweets. Die Zeit damals, als man noch auf seine Mutter schwören musste, damit man dir glaubt, dass du einen Walkout gezogen hast. Wir gehen rein, Jungs. Es wird sehr, sehr peinlich jetzt. Oh mein Gott, ich hab meine Mutter! Keine Frage! Son! Son!
Dann kommen wir zur letzten Sache. Das ist keine Frage, aber das haben mir sehr, sehr, sehr viele reingeschrieben. Zum Beispiel, Ramos SBC läuft nicht aus. Und das will ich auch nochmal kurz, weil wir gerade EA am Anfang ein wenig kritisiert haben, sage ich mal, will ich EA hier nochmal wirklich Props geben. Wie zum Beispiel mit der Hazard SBC, die ich mir mittlerweile hier auch abgeschlossen habe. Können wir zusammen mal anschauen. Wir haben hier die Hazard SBC abgeschlossen. Hat mich auch jetzt ein bis zwei Monate gekostet. Ich habe immer wieder Spieler von Division Rivals genommen. Die ercrafteten Spieler von 80 plus, 81 plus Spieler genommen und in Eden Hazard reingetan. Da haben wir hier noch einen Leroy Sané, den ich mir mit der Zeit auch auf jeden Fall abschließen werde. Habe schon eine SBC gemacht. Das war die 85er SBC. Jetzt brauche ich noch 87. 86 und 84. Und dann haben wir Leroy Sané auch abgeschlossen. Ich werde sie mir einfach so mitnehmen, weil immer wieder, wenn ich zu viele High-Rated-Karten ziehe, weiß ich nicht, wohin damit. Und dann haben wir noch jetzt einfach mal einen Ramos bekommen, der auch nicht ausläuft. EA, bitte, bitte mehr davon. Wir haben gerade mal zwei und drei Spieler. Wir haben Sané, Hazard und Ramos. Warum gönnt ihr nicht davon einfach viel, viel mehr? Einfach, wenn noch geilere Karten kommen, würde für mich der Suchtfaktor noch höher sein, wie damals bei den Icon-SBCs, die man sich einfach ercraftet hat. EA probiert, glaube ich, so den Markt etwas hochzuziehen, aber wenn sie eine Karte davon jeden Monat, jede zwei Monate bringen. Wenn sie vielleicht jeden Freitag zwei Spieler bringen würden, die nicht auslaufen, geile SBCs, so wie Ramos, Hazard oder Leroy Sané, vielleicht würde der Markt etwas anziehen. Schwierig. Schwierig, aber machbar. Wenn vielleicht mal wirklich kranke Karten kommen, wie zum Beispiel ein Mbappé oder so, mit geilen Stats oder von mir aus auch einem, wer fällt mir ein Lucas Moura 94er, 93er Karte, so richtig OP-Karten, die aber auch teuer sind, die man sich aber auch mit der Zeit einfach ercraften kann. Finde ich sehr cool. Wir sind jetzt sowieso schon im März, Jungs, und die Zeit vergeht sowieso, also warum nicht? Kann man bringen, wie ich finde. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann war es auch heute nur drei Fragen. Aber ich will auch nicht zu viel mitgeben, weil am Ende, wenn ich zu viel rede, vergisst man die Hälfte. Man schaut das Video auch nicht mehr so lang, wenn es jetzt 30, 20 Minuten geht. Die Rohdatei geht gerade hier 20 Minuten. Und ich will es auch nicht so lang ziehen. Und am Ende, also später sehen wir uns noch um 19 Uhr und schauen, was um 19 Uhr rausgekommen ist. Dann würde ich sagen, ich schneide jetzt das Video. Und wir sehen uns dann in 5 Stunden wieder. Für euch eine Sekunde. Bis gleich. Okay, Jungs, dann beende ich das Video jetzt doch hier schon, weil außer die Wayne Rooney SBC ist nichts gekommen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Wie gesagt, 500 Likes sind drin. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Morgen 15 Uhr einschalten. Stellt euch auf Wecker, Jungs. 15 Uhr, markiert mich auf Instagram. Ich bin raus, haut da rein. Bis morgen und ciao.